Über 800.000 Diebstähle in Deutschland fallen in drei Kategorien. Statistik ist aus dem Jahr 2022. Über 300.000 Ladendiebstähle wurden verübt in einem Jahr. Überwiegend alkoholische Getränke, Magengleitung, Elektroartikel, Tabakwaren, Kosmetika. So, Ladendiebstähle ist die Kategorie Nummer 1, wenn es um Diebstähle geht. Die Kategorie Nummer 2 hat mich überrascht. Fahrraddiebstähle, über 200.000. 265.562 Fahrraddiebstähle im Jahr 2022. Und in Kategorie Nummer 3 kommen da die Diebstähle in und aus Autos, also nicht Autos selber, sondern die Handtasche aus dem Cabrio, das Handy, der Geldbeutel, der entwendet wurde, aus dem Auto oder im Auto während dem Fahren. In der Summe über 800.000 Diebstähle in einem Kalenderjahr allein in diesen drei Kategorien. Der größte Raub, der jemals in Amerika verübt wurde, monetärer Art, waren 18,9 Millionen Dollar auf einen Schlag. Ich glaube, es war ein Beamter oder ein Mitarbeiter von einer Sicherheitsfirma. Ich meine, er wurde gekündigt, er hat sich geärgert. Er kannte die Routen, er kannte die Fahrzeuge, er wusste, wo die Scheine liegen und hat mit ein paar Kumpels 18,9 Millionen an einem Tag erbeutet. In Irland wurden mal 51 Millionen umgerechnet Dollar erbeutet. Der größte Raub, der im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt wurde in Anzahl der Räuber, waren 25 Menschen, die sich zusammengetan haben zu einer Gang. Und man sagt, der größte oder einer der größten Raube soll Saddam Hussein verübt haben, ehemaliger Präsident vom Irak, kurz bevor die Amerikaner einmarschiert sind, soll er LKWs zur Notenbank oder zur Nationalbank geschickt haben, um 900 Millionen Dollar abzuheben. Das war kein heimlicher Raub, das war ein öffentlicher, offensichtlicher Raub. Keiner konnte es verhindern, er war der Präsident. Vieles von diesem Geld ist bis heute verschwunden. Ein Teil, vermutet man, haben auch Soldaten vielleicht sich genommen, nachdem sie es entdeckt haben. Manches wurde aufgetaucht, wurde wieder zurückgebracht. 900 Millionen. Aber wisst ihr, die raffiniertesten Diebstähle sind die, die nie bemerkt wurden, weil keiner die Beute vermisst hat. Denk mal drüber nach. Die raffiniertesten Diebstähle sind die, die nie bemerkt werden, weil keiner die Beute vermisst. Kabernack gilt als der größte Diebstahl, der am Ende doch rauskam, aber über viele Jahre unbemerkt war. Anstatt eine große Beute auf einmal zu erbeuten, wurde versucht, kleinere Beuten über einen langen Zeitraum an ganz verschiedenen Orten zu entwenden. Durch einen Hackerangriff, durch sogenannte Phishing-Mails, wurde in die Software von Banken eingedrungen. Und am Ende waren die Räuber in der Lage, die Software so zu manipulieren, dass Geldautomaten von über 100 Banken in über 30 Ländern mehr Geld auszahlten, als die Software tatsächlich am Ende des Tages verbuchte. Und so konnten sie 1 Milliarde Dollar erbeuten über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren. Wir sind in der neuen Predigtserie, die heißt Haus des Geldes. Soll um Geld gehen, um Finanzen gehen, um den Umgang mit Finanzen. Und der Titel ist angelehnt an diese Netflix-Serie, die vor einigen Jahren ein Hit war. Haus des Geldes handelt davon, dass eine Bande sich zusammengetan hat, um die Notenbank zu überfallen. Und nach außen hin sollte alles so aussehen, wie wenn Geld gestohlen werden sollte. In Wahrheit wurde aber gar kein Geld gestohlen, sondern die Druckerpresse wurde angeworfen. Es wurde neues Geld gedruckt, das am Ende keiner vermissen würde, weil keiner wüsste, dass es existiert hat. Die raffiniertesten Diebstähle sind die, die nie bemerkt werden, weil keiner die Beute vermisst. Der größte Dieb, den es jemals gab, ist der Teufel himself. Jesus spricht im Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 10 über ihn als der Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wenn wir das Wort Dieb hören, dann hören wir in allererster Linie und denken wir in allererster Linie an Geld, an Finanzen. Aber nicht nur Geld und Finanzen kann gestohlen werden, es kann auch Schmuck gestohlen werden, es können Autos gestohlen werden, es können Uhren oder Smartphones gestohlen werden, geistliches Eigentum kann gestohlen werden, deine Identität kann gestohlen werden, deine Freude kann dir geraubt werden, Kinder können gestohlen werden, der innere Frieden kann abhanden kommen und unser Herz kann erobert werden. Was wäre,
wenn der Teufel gar nicht dein Geld stehlen will, sondern dein Herz? Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Was, wenn dieser Dieb gar nicht dein Geld stehlen will, sondern dein Herz? Vielleicht kennst du die Geschichte von Hiob aus dem Alten Testament. Hiob war derjenige, der unsägliches Leid erlebte. Dafür ist er bekannt, der leidende Hiob. Am Ende, als Gott wieder eingreift, als Gott wieder segnet, sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Aber der Beginn der Geschichte war folgender. Der Dieb, der Teufel, war auf der Erde unterwegs und kommt zurück in den Himmel. Und Gott spricht ihn an und sagt, hast du Hiob getroffen? Hast du Hiob gesehen? Hiob ist mein Vorzeigemodell. Hiob ist gerecht, Hiob ist gut, Hiob ist ohne Schuld. Hiob glaubt, Hiob ist gottesfürchtig. So, Hiob war das Vorzeigemodell von Gott. Und der Teufel stellt Gott eine Falle und sagt, Hiob ist nur deswegen gottesfürchtig, weil es ihm so gut geht. Hiob hatte viele Rinder, Hiob hatte viele Kinder, Hiob hatte Herden, Hiob hatte Knechte, Hiob war reich, Hiob war sehr vermögend. Der Teufel sagt, erlaube mir, sein Geld, sein Besitz, seine Herden anzutasten und du wirst sehen, wie sein Glaube zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Und ohne es erklären zu können, Gott lässt es zu, der Teufel geht los. Und an einem Tag verliert Hiob seine Herde, seinen Besitz und seine Kinder und sein ganzes Vermögen bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Der Dieb hat es gestohlen. Aber was der Dieb eigentlich wollte, war gar nicht das Geld und die Herden und den Besitz von Hiob, sondern er wollte das Herz von Hiob. Weil Hiob in seinem Herzen fest war, dann Gott festgehalten. Aber was er verstehen, weil das ist mein Punkt. Was wäre, wenn der Teufel gar nicht dein Geld, sondern dein Herz wollen würde? Manchmal lesen wir die Geschichte von Hiob und wir denken, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, unsere Herden, unseren Besitz, unser Vermögen zu verlieren. Aber was, wenn das Kostbarste in deinem Leben, das du verlieren kannst, gar nicht dein Geld ist, gar nicht deine Aktien, gar nicht dein Haus, gar nicht dein Swimmingpool, gar nicht dein Auto, sondern dein Herz? Der Dieb, der gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, will gar nicht dein Geld stehlen, der will dein Herz stehlen. Wie sehr dem Teufel Geld egal ist, sehen wir in dieser Geschichte, wo er Jesus in die Wüste führt oder wo er Jesus in der Wüste versucht. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, der Teufel hat ihn dort versucht. Und da heißt es wieder, nimmt ihn der Teufel mit Jesus auf einen sehr hohen Berg und er zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und der Teufel sagt zu Jesus, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Was ist, wenn Geld gar nicht die Beute, sondern der Köder des Feindes ist? Was wäre, wenn der Teufel Geld einsetzt, je nachdem, wie es gerade braucht, wie es ihm dient, um sein Ziel zu erreichen, dein Herz zu erobern, dein Herz zu stehlen? Der Teufel war bereit, Jesus mit Macht und mit Pracht und mit Reichtum zuzuschütten. Alles, was er wollte, war sein Herz stehlen. Und um dein Herz zu stehlen, ist dem Teufel jedes Mittel recht. Wenn es hilft, dir dein Reichtum, dein Vermögen, dein Geld zu stehlen, wird es dir stehlen. Nicht um dein Geld zu bekommen, sondern dein Herz. Wenn es ihm hilft, dich mit Geld, mit Vermögen, mit Besitz zuzuschütten, um dein Herz zu bekommen, wird dich mit Geld und Vermögen zuschützen. Alles, was er will, ist dein Herz. Und Geld ist nicht nur seine Beute, Geld ist auch sein Köder. Aber am Ende, das müssen wir verstehen, geht es dem Teufel um dein Herz. Wir werden die nächsten Gottesdienste und Predigten noch ein bisschen mehr über Geld sprechen, aber im praktischen Umgang, über Großzügigkeit, über Spenden, über Umgang mit Schulden, über was die Bibel über Geld sagt. Aber heute soll es ganz konkret darum gehen, um diesen einen Gedanken. Was wäre, wenn der Teufel gar nicht dein Geld, sondern dein Herz stehlen will? Jesus erzählt ein Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Sämann geht los und er streut den Samen aus und mancher Samen fällt auf den Weg, mancher fällt auf die Dist und auf donnigen
Untergrund, manches fällt auf felsigen Boden und manches fällt auf fruchtbaren Boden. Und vielleicht kennen wir dieses Bild vom dornigen Boden. Du säst was zu Hause an in deinem Garten oder du pflanzt was. Und wenn du nicht aufpasst, wächst das Unkraut schneller als deine Pflanze. Und da reicht es nicht aus, nur gut zuzureden, ein bisschen Sonnenschein und gießen. Manchmal muss man kommen und das Unkraut, die Dornen ausreißen, weil ansonsten, was passiert? Die gute Pflanze zugewuchert wird, keine Licht, keine Luft mehr bekommt und am Ende eingeht und erstickt. Und Jesus greift dieses Bild auf und die Jünger fragen sich, Jesus, was sind die Dornen in unserem Leben? Was möchte diese gute Saat des Wortes Gottes in unserem Leben ersticken? Und Jesus erklärt seinen Jüngern in Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 22, der Same, der unter die Dornen fiel, hier hört einer das Wort und jetzt kommst, und die Sorge dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum, worum geht es am Ende? Ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Der Teufel möchte dir dein Herz stehlen. Und er hat unterschiedliche Methoden. Eine Methode ist die Sorgen dieser Welt und die andere Methode ist der Reichtum, trügerischer Reichtum. Zwei konträre Ansätze, zwei konträre Strategien, aber mit demselben Fokus, dein Herz zu stehlen. Früher dachte ich immer, wenig zu haben, das ist das Problem. Und es ist ein Zeichen von Segen, wenn man mehr hat. Das ist erstrebenswert. Aber wenn wir in die Bibel genau reinschauen, dann ist, ja, es mag schwer sein, an Gott zu glauben, während wir Mangel leiden, während wir Sorgen in unserem Herzen rumtragen, weil wir gefühlt zu wenig haben. Aber Jesus sagt, es ist auch schwer, an Gott zu glauben, wenn du viel hast. Jetzt geht es so weit, zu sagen in Matthäus 19, Vers 23, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Leichter, Vers 24, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Und verglichen mit dem Durchschnitt dieser Welt sind wir alle, du und ich, reich. Du hast ohne Fernseher, ohne Smartphone, ohne Laptop, vor dem du sitzt, um diese Predigt anzuhören. Und damit bist du reicher als ein Großteil der Weltbevölkerung. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du ein eigenes Bett hast, wenn du deine Wohnung heizen kannst, dann hast du mehr Geld als die meisten oder mehr Vermögen als die meisten Menschen auf diesem Planeten. Und Jesus sagt, die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum sind genauso gefährlich, weil sie den guten Samen des Wortes Gottes überwuchern und ersticken, sodass es sich nicht entfalten kann. Der Sprücheschreiber geht sogar so weit in Kapitel 30, Vers 8, er sagt, lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Reichtum bringt Herausforderungen mit sich, die wir ohne Reichtum nicht haben. Reichtum ist gut, ist schön, aber wir müssen es gut kontrollieren, auf unser Herz achten und verstehen, dass der Teufel bereit ist, uns mit Geld zuzuschützen, wenn es hilft, unser Herz dabei zu stehlen. Als ich ein Teenager war meine ganze Sorge, mein Tischtennisschläger und ich selbst. So, aber wenn du größer wirst und irgendwann ist deine Sorge nicht mehr nur dein Tischtennisschläger, sondern dein Denken dreht sich um dein Auto, um dein Haus, um die Gasheizung, um die Ölheizung, um die Wärmepumpe, was immer du eben hast, um das Dach, das gedeckt werden muss, weil es tropft, über den Swimmingpool, der gereinigt werden will, über Besitz. Besitz kann uns gefangen nehmen, wenn wir nicht aufpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel ist ein Dieb. Aber was er stehlen will, ist nicht dein Geld, sondern dein Herz. Deswegen achte nicht so sehr auf dein Geld, sondern vielmehr auf dein Herz. Denn dein Herz ist das Wertvollste, was dir gestohlen werden kann. Wo ist das Problem mit Reichtum, mit Finanzen, mit Wohlstand? Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er diesen hassen und jenen lieben oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nur
mit einer Frau verheiratet sein. Alles andere ist eine Affäre. Und jeder Einzelne von uns muss sich am Ende des Tages entscheiden, wem diene ich? Welchem Gott diene ich? Gott oder Mammon? Jesus sagt, es ist unmöglich, beiden Herren zugleich zu dienen. Vermögend zu sein, reich zu sein, etwas zu besitzen, heißt nicht automatisch, dass der Mammon von uns Besitz genommen hat. Aber der Mammon hat unterschiedliche Gesichter, schauen wir nachher drauf. Mammon kann kommen in Form von Sorgen, du hast zu wenig, Mangel bestimmt dein Denken, oder in Form von zu viel und wieder bestimmt dein Denken, wird dein Denken bestimmt von Finanzen, von Materiellem. Und was wir verstehen müssen, ist, Mammon ist eine geistliche Dimension. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Mammon ist genauso geistlich, genauso spirituell wie Gott selber. Mammon ist ein Spirit. Und an der Stelle ist so wichtig, dass wir verstehen, diesen Mammon werden wir nicht nur mit Disziplin und einem Haushaltsplan besiegen, sondern da braucht es eine geistliche Dimension, wenn wir diesem Mammon widerstehen wollen. Es gibt ganz verschiedene Einflüsse, die unseren Umgang mit Finanzen prägen. Da ist sicherlich unser Elternhaus, wie wir groß geworden sind, ob du viel hattest, ob du wenig hattest, ob da immer Mangel war, ob Geld eine große Rolle, ob man Geld gesprochen hat oder nicht gesprochen. So dein Elternhaus, deine Kindheit hat definitiv im Guten wie im Schlechten deinen Umgang mit Finanzen geprägt. Die Zeit, in der wir leben, prägt auch unseren Umgang mit Geld. Meine Oma ist Nachkriegsgeneration inzwischen verstorben. Ich kann mich noch erinnern, wie sie als ältere Frau, wir waren noch Kinder, uns an Weihnachten und über den Jahreswechsel immer besucht hat, eine Woche bei uns geblieben ist und wir abends beim Abendessen saßen und sie das Brot geschmiert hat und genau eine Scheibe Wurst auf ihr Brot draufgelegt hat. Und wir als Kinder zu ihr gesagt haben, Oma, nimm doch noch eine zweite oder eine dritte Scheibe Wurst, ist doch das Beste am Abendessen. Und die Oma hat uns angeschaut und sagt, nee, dann reicht's ja für euch nicht mehr. Ihr müsst noch stark werden, ich bin schon alt. Und als Kind haben wir gar nicht gecheckt, was Oma sagen wollte, aber inzwischen weiß ich, Oma ist groß geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Essen war Mangelware, Wurst war eine Delikatesse, Fleisch gab es nur ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Und wenn es es gab, muss es aufgeteilt werden. Und wenn die Oma mehr gegessen hat, war für die Kinder weniger da und das wollte sie nicht. Und dass die Zeit sich massiv verändert hatte und Wurst gab es beim Metzger, Wurst gibt es beim Supermarkt. Für uns als Kinder, Wurst gab es überall, Wurst gab es über die Theke noch als kleines Versucherle, wenn man die Eltern mit begleitet hat beim Einkaufen. Wurst war für uns nichts Besonderes. So, die Zeit, in der wir groß werden, prägt unseren Umgang mit Finanzen, genauso wie unser Elternhaus uns prägt. Das soziale Umfeld prägt uns. Sagt Schwaben sind sparsam. Ein schwäbisches Ehepaar soll am Wandern gewesen sein in den Alpen, ist eine Gletscherspalte reingefallen, nicht mehr rausgekommen. Einen Tag später kommt das Rote Kreuz, meldet sich oben und sagt, hallo, hier ist das Rote Kreuz. Schaut das schwäbische Ehepaar nach oben und sagt, danke, wir gäbet nichts. Schwäbische Prägung. So, ein Schotte kommt zur Zeitung, weil seine Frau gestorben ist. Möchte die Todesanzeige aufgeben sagt, schreiben Sie einfach, Sarah ist tot. Der Redakteur schaut ihn an und sagt, vielleicht ein bisschen kurz nach 45 Jahren Ehe. Und außerdem wären 7 Worte genauso teuer wie 3. Der Schotte überlegt nochmal kurz und sagt dann, okay, dann schreiben Sie, Sarah ist tot, garagengepflegter Opel zu verkaufen. Prägung. Es gibt verschiedene Prägungen, unser Elternhaus, unsere Zeit, die Kultur, das soziale Umfeld, in der wir groß werden. Aber dann gibt's diesen Dieb, der kommt und unser Herz stehlen möchte. Und dieser Spirit, dieser Geist des Mammons will Einfluss nehmen auf unseren Umgang mit Geld. Und wie bei Dieben das so üblich ist, kommen Diebe oft verkleidet, damit man sie nicht gleich erkennt. Ich glaube, dass dieser Geist des Mammons in ganz unterschiedlicher Form kommt. Es geht ihm immer um dasselbe, unser Herz zu stehlen. Und sein Köder ist Finanzen. Sorgen haben wir schon besprochen, wenn wir über Reichtum gesprochen, Habsucht. Habsucht, wenn du nie genug bekommen kannst.
egal wie viel du hast, wenn du schon das größte Schnitzel hast, du willst immer noch mehr. Wenn du ein Auto hast, willst du zwei. Wenn du ein Haus hast, möchtest du zwei Häuser. Wenn du fünf Schuhe hast, möchtest du 10 Schuhe. Egal wie viel du hast, ist nie genug. Hab Gier. Wenn du bereit bist, über Leichen zu gehen, um mehr zu bekommen, wenn du bereit bist, einen Preis zu bezahlen, Dinge zu opfern, um mehr zu bekommen. Die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Schreibt Paulus an Timotheus, Kapitel 6, Vers 10. Von ihr getrieben, von der Liebe zu Geld, von der Habgier, sind schon manche vom Glauben abgekommen, haben es viele sich selbst Leid zugefügt. Geiz ist übertriebene Sparsamkeit. Wenn du, Jesus sagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du geizig bist, kannst du weder dich selber lieben, noch deinen Nächsten lieben, noch Gott lieben. Es fällt dir schwer, dir was zu gönnen, und wenn, dann kannst du es nicht genießen. Dir fällt es schwer, anderen etwas zu gönnen, dir fällt es schwer, Gott etwas zu gönnen. Habgier, Geiz, Spielsucht, Wettsucht, passiert wahrscheinlich viel im Verborgenen, das sieht man Menschen nicht an, durch alle Altersklassen, durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, muss nicht die Spielothek um die Ecke sein, kann im Internet sein, kann eine Sportwette sein, kann als Spaß anfangen, kann am Anfang erfolgreich sein, aber es nimmt dein Herz gefangen. Verschwendung ist auch so eine Form, wenn wir uns Dinge gönnen, die wir einerseits nicht brauchen und andererseits die überteuert sind, die überzogen sind, unverhältnismäßig. Wir kaufen Dinge, die wir gar nicht brauchen, von Geld, das wir gar nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht kennen. Verschwendung, Kaufsucht, Frustkäufe, Überschuldung. Wie schnell und alles völlig ohne Verurteilung, nur um den Dieb mal zu demaskieren. Um mal zu entdecken, an wie vielen Stellen in unserem Leben der Dieb versucht, dieser Geist des Mammons in unser Herz einzudringen. Und sein Ziel ist nicht dein Geld, sein Ziel ist dein Herz. Und wenn Sorge hilft, dein Herz zu erobern, wird er mit Sorge kommen. Wenn Reichtum hilft, wird er mit Reichtum kommen. Mit einem Geist der Verschwendung, mit Geiz, getarnt als Sparsamkeit, als Weitsicht. Er wird mit Spielsucht kommen. Er wird mit Überschuldung versuchen, dein Denken gefangen zu nehmen. Und so schnell, selbstverschuldet oder unverschuldet, sind Menschen in der Kreditfalle drin und die Dispo ist überzogen. Dann gibt es eine zweite und eine dritte Kreditkarte und das Loch wird immer dunkler und immer tiefer. Unzufriedenheit. Du sitzt im Urlaub am Pool und du kannst dich nicht freuen, weil der Cocktail im Plastikglas und nicht im richtigen Glas serviert wird. Unzufriedenheit. Es gibt Menschen, die dieser Spirit von Unzufriedenheit, können auch sagen Materialismus, eine übermäßige Fixierung auf materielle Dinge, das Auto als Statussymbol, das Gartenhäuschen zum Angeben, Geld als Druck und Machtmittel. Materialismus sagt, was du besitzt, bestimmt deine Identität. Je mehr du hast, desto mehr bist du wert. Die Bibel sagt, nicht, was du besitzt, bestimmt deine Identität, sondern deine Identität bestimmt, was du besitzt. Denk mal darüber nach. Nur weil jemand eine Angel hat, ist er noch lange kein Angler. Aber wenn jemand ein Angler ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er eine Angel besitzt. So ist nicht die Identität. Nur weil du eine Bibel zu Hause im Schrank hast, bist du noch lange kein Christ. Dein Besitz bestimmt nicht deine Identität, sondern deine Identität bestimmt, was du besitzt. So. Und dem Teufel ist völlig egal, was du besitzt. Dem Teufel interessiert deine Identität. Und lass uns darauf achten. Dieser Spirit des Mammon möchte nicht dein Geld stehlen. Er möchte dein Herz stehlen. Und ihm ist jedes Mittel recht, um in dein Leben einzudringen. Sorge wie Reichtum. Was gut ist, nur dass es nicht falsch verstanden wird. Gott liebt es, uns zu segnen. Gott liebt es, dich zu segnen. Wohlstand, Vermögen, Besitz, Rücklagen, Ersparnisse ist nichts Böses. Aber achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Gott ist für dich und Gott liebt es, zu segnen. Im Alten Testament lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 2, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold.
Über Isaak lesen wir, und er wurde ein reicher Mann, er wurde immer reicher, bis er über die Maßen reich war. König David war reich, König Salomo war reich, über ihn heißt es, so wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Hiob hatten wir vorher schon, es wurden Hiob 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen und viel Gesinde, sprich Mitarbeiter, Knechte. So war dieser Mann größer als alle anderen, die im Osten wohnten. Gott hat kein Problem, dich zu segnen. Gott ist nicht dagegen, dass du was besitzt. Aber wenn Gott dich segnet, dann immer mit einer Intention, immer mit einer Absicht. Und es ist so wichtig, dass wir an der Stelle unser Herz bewahren und dem Teufel nicht erlauben, unser Herz zu stehlen, und Geistesmammon uns nicht erlauben, unser Herz zu infiltrieren. Als Gottes Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt hat, trägt er ihnen auf, dass er sich segnen wird und dass sie mit Gold und Silber und mit Kleidung der Ägypter von dannen ziehen werden. Und vor der 10. Plage gibt Gott Mose den Auftrag, das Volk zu informieren. Und das ganze Volk schwärmt aus, klopft an die Türen der Ägypter, und das Wunder passiert. Die Ägypter, sag ich mal, schütten sie zu mit Gold, mit Silber, mit Kleidung. Gott segnete sie über die Maßen. Okay? Aber immer wenn Gott dich segnet, hat er eine Intention damit. Was war die Intention Gottes? Sie sollen mir ein Heiligtum errichten. Zweites Buch Mose, Kapitel 25, Vers 1. Längerer Abschnitt. Der Herr redete zu Mose und sprach: Sag den Israeliten, sie sollen eine Abgabe für mich erheben. Das war jetzt am Berg Sinai in der Wüste, als Mose die 10 Gebote erhielt. Wenige Momente, Tage, Wochen nach dem Auszug aus Ägypten. Von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die Abgabe für mich erheben. Und dies ist die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt: Gold, Silber, Bronze, blauen und roten Purpur, Karmesin, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Taschach, Häute, Akazienholz und. Woher hatten die Israeliten das? Von den Ägyptern. Wie kamen sie dazu? Durch die Gunst Gottes in ihrem Leben. So Gott versorgte sie im Voraus, weil er im Nachhinein eine Intention hatte. Er wollte, dass sie in der Lage waren, ein Heiligtum für ihn zu errichten. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie die Geschichte weitergeht. Anstatt ein Heiligtum für Gott zu errichten, einen Ort der Begegnung, wo Gott ihnen begegnen konnte, machen sie was? Ein goldenes Kalb, um das sie tanzen können. Mit was? Mit dem Gold der Ägypter. Was sie warum hatten? Weil die Gunst Gottes auf ihrem Leben war. Wie paradox. Gott segnet das Volk Israel, er rettet sie aus der Sklaverei, er führt sie in Freiheit, er erschüttet Gunst aus über ihr Leben. Sein einziger Wunsch ist, dass sie einen Teil davon abgeben als Ort der Begegnung. Und was machen sie? Sie bauen ein goldenes Kalb. Und wir sitzen da und denken, das würde mir nie passieren, im Leben nicht. Aber wie schnell geht es, dass wir unser Auto anbeten, unser Haus und unser Aktiendepot, dass sich unser Denken und unser Leben, unser Alltag um die Dinge dreht, die wir besitzen. Die wir warum haben? Weil Gott in seiner Gunst, in seinem Segen sie uns geschenkt hat. Hiob sagt: Nackt und arm bin ich gekommen. Als du und ich, als wir geboren wurden, hatten wir nichts. Alles, was wir haben, hat Gott uns geschenkt. Das ist seine Gunst. Er hat nicht nur unsere Schuld vergeben, unsere Sünde ausgetilgt. Er hat uns beschenkt mit den Dingen, die wir haben, mit einer Intention, dass wir Orte der Begegnung kreieren, wo Menschen Gott begegnen kann. Aber die Gefahr ist, und die List des Teufels, dass wir anfangen, um diesen Besitz zu tanzen, wie die Israeliten, um dieses goldene Kalb. Was Sie verstehen müssen ist, Mammon ist ein Spirit. Der Kampf, die Auseinandersetzung um dein Herz ist von geistlicher Natur. Der Umgang mit Geld ist nicht nur kognitiv und mathematisch und logisch mit Disziplin und Haushaltsplänen zu bewerkstelligen. Es ist eine geistliche Auseinandersetzung, immer wieder unser Herz auszurichten, dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Herzen. Und das ist mir so wichtig.
Der Teufel hat es nicht auf dein Geld abgesehen. Wir als Kirche haben es nicht auf dein Geld abgesehen. Der Teufel möchte dein Herz. Gott möchte dein Herz. Und die Kirche möchte auch dein Herz. Am Ende des Tages geht es um dein Herz. Bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und um ein Herz zu bewahren, braucht es mehr als Disziplin und Haushaltspläne. Um unser Herz zu bewahren, braucht es, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass Gott in uns Raum nimmt, fromm ausgedrückt. Jesus erzählt ein Gleichnis, eine Geschichte von einem Mann, oder von einem unreinen Geist, der aus einem Menschen ausfährt. Und er sagt, wenn dieser unreine Geist dann ausgefahren ist, dann zieht er über die Lande, in Matthäus Evangelium 12, Vers 43, dann zieht er übers Land, und wenn er keine andere Bleibe findet, wo er einziehen kann, kein anderes Herz, wo er wohnen kann, dann wird er irgendwann zurückkehren und gucken, ob in dem Herz, wo er früher wohnte, vielleicht noch Platz ist. Und wenn er dann feststellt, dass da immer noch leer ist, wird er nochmal losziehen und 7 andere Geister einladen, und sie werden das Haus, das Herz neu besetzen. Was Jesus sagt ist, wenn unser Herz nicht mit Gutem gefüllt ist, ist eine Frage der Zeit, wann das Böse einzieht. Wir können den Teufel noch so oft aus unserem Leben rauswerfen, wenn wir unser Herz am Ende leer lassen und nicht von Gott füllen lassen, wird der Teufel immer wieder zurückkommen. So, der Weg, den Geist des Mammons zu besiegen, ist dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu geben, Gott einzuladen, unser Herz zu bewohnen. Und ich glaube, wenn Gott in unserem Herzen wohnt, werden 2 Dinge passieren. Wir werden eine Schöpfungsperspektive bekommen, werden eine Ewigkeitsperspektive bekommen. Der Heilige Geist wird uns offenbaren, dass am Anfang Gott war und Gott sprach und es wurde. Alles, was existierte, wir, unser Leben, alles, was wir besitzen, hat seinen Ursprung in Gott. Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geschaffen, Gott hat dir Leben geschenkt, Gott hat dich gesegnet, Gott hat dich befördert, Gott hat Gunst über dein Leben. Alles, was du hast, kommt von Gott. Und am Ende des Tages, wenn wir sterben, werden wir genauso nackt und arm diese Erde verlassen, wie wir in diese Erde eingetreten sind. Wir werden nichts mitnehmen können. Der Heilige Geist wird uns eine Ewigkeitsperspektive schenken, dass Gott in Ewigkeit auf uns wartet, eine Wohnung für uns vorbereitet hat, dass kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, kein Mangel mehr sein wird, wenn wir bei Gott sein werden. Und mit diesen 2 Perspektiven von der Schöpfung und von der Ewigkeit wird Geld in einem neuen Bild erscheinen. Geld wird nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben sein. Gott will dich segnen. Gott kann dich segnen. Gott ist für dich. Aber am Ende geht es immer um dein Herz. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Kampf gewinnen. Ob wir wenig haben oder ob wir viel haben, sind weltliche Maßstäbe. Aus der Ewigkeit betrachtet ist entscheidend, wer in unserem Herzen wohnt. Und möchte Mut machen in dieser Predigtserie Haus des Geldes. Wir wollen noch ein paar andere Prinzipien anschauen aus dem Wort Gottes. Aber das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, Geld ist nicht das Zentrale im Reich Gottes. Geld ist nicht das, im Himmel wird Geld keine Rolle mehr spielen. So, am Ende geht es um dein Herz. Ich möchte dich segnen, dass Gott in dein Herz einzieht und dass dieser Geist des Mammons, wo er in deinem Leben Besitz ergriffen hat, durch Sorgen, durch trügerischen Reichtum, durch Spielsucht, durch Unzufriedenheit, durch Habgier, durch Geiz, welche Form auch immer dieser Geist des Mammons in seinem Leben angenommen hat, in Jesu Namen wollen wir ihn rauswerfen, wollen wir diese Verbindung kappen, und wir wollen den Heiligen Geist einladen, dein Herz zu füllen mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Schöpfungsperspektive, dass du weißt, du bist in Gottes Hand und die Ewigkeit im Himmel. Gott wartet auf dich. Ich hoffe, dass das eine neue Perspektive gibt auf deine Finanzen, und möchte dich einfach segnen. Be blessed.